So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Läuffacts. Der Fake-Fact von letzter Woche war der, und jetzt wird spannend, dass Nasus angeblich 1000 Stacks bekommt, wenn er ein Nexus last hittet. Leute, selbst wenn das stimmen würde, was würde Nasus das bringen? So, kommen wir aber nun zum ersten Fact. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch von früher die Serie Xena. Die lief immer auf Kabel 1, irgendeine Krieger, Prinzessin, Amazone, whatever. Ich habe das immer geguckt. Davor kam immer noch Herkules oder danach und dann Xena. Bombenzeit war das. So, jedenfalls sieht der Kriegerprinzessin den Skin von der Sivir original so aus wie die Xena in voller Montur. Den Schaden, den Vel'Koz pro Level-Up dazu erhält, ist 3,141593. Das sind die Anfangszahlen von Pi. Zilians Bart ist ja schön nach links gedreht, so schön gekämmt mit Haarspray. Während des Loading-Screens kommt aber anscheinend irgendein Aufwind oder so, sodass er dann in-game den Bart nach rechts gedreht hat. Tja, da hilft auch das härteste Haarspray nicht. Jinx summt in der deutschen Sprachausgabe, während sie in der englischen singt. Wenn Pantheon seine Ulti einsetzt und er ein Sunfire Cape trägt, also einen Sonnenfeuerumhang, fügt dieser Sonnenfeuerumhang im Zielgebiet schon Schaden zu, bevor Pantheon überhaupt gelandet ist. Die Kriegsherren-Skins von Xin Zhao, Jarvan und Tryndamere sind alles Anlehnung an das Spiel Dynasty Warriors. Xin Zhao stellt da den Charakter Yun vor oder Yan, Jarvan 4 dann Lupu und Tryndamere den Guan Yu, irgendwie so. Dankeschön. Die beiden Skins von Shen, Gefrorener und Wespen-Shen, sind klare Anlehnung an das Spiel Mortal Kombat. Da gibt es nämlich die beiden Rivalen, ich glaube es sind Rivalen, einmal Scorpion und Sub-Zero. Sub-Zero? Spreche ich es richtig aus? Bitte schlagt mich nicht! In frühen Tagen gab es noch das Attribut Ausweichen. Das war zum Beispiel auf den Ninja-Tabis drauf, die haben glaube ich 12% Ausweichchance gegeben. Auf den Phantom Dancers war es drauf, die haben glaube ich sogar 20% gegeben und. Nidalee hat den Katzengestalt 10% Ausweichchance. Jax E-Spell konnte nur, wenn er Ausweichen gewirkt werden und so weiter. Das war der Hammer, wenn man Jax gespielt hat, konnte man mit 6 Ninja-Tabis den Baron-Solo machen. Voll komisch, dass es das jetzt nicht mehr gibt. 7% aller League of Legends-Spieler sind Rentner. Tryndamere und Aatrox sind verfeindet. Wenn sie aufeinandertreffen, haben sie beide irgendwelche speziellen Taunts oder Diss-Tracks. Komm mal rüber, Junge! Auf meine Lane! Komm, ich Tower-Diven, du Kachbar! Irgendwie sowas. Nee, das war doch noch anders. Tryndamere, meine größte Schöpfung. Der Name Xin Zhao ist eine Anlehnung an das vietnamesische Hallo. Das heißt nämlich auch Xin Zhao oder Xin Zhao. Irgendwie so. Hallo. Wenn man mit dem Skin Valkyren-Leona einen Busch betritt, wird ihr Röckchen durchsichtig, sodass man ihr Höschen erblickt. Irgendwas läuft da falsch. Ja, das hat so einen Hang zu... Weiß ich nicht. Brand ist eigentlich der alte Seefahrer Keegan Rode. Oder Keegan Rode, irgendwie so. Der fuhr zur See, ja, hat da Abenteuer erlebt, hat dann so eine verfluchte Kerze irgendwie berührt und schon hatte der böse Geist, die böse, feurige Seele Brand von seinem Körper Besitz ergriffen. Ganz schlimme Geschichte, ganz schlimm. Victor ist der Erschaffer von Blitzcrank, beziehungsweise ihm wurde diese Studie gestohlen und ein anderer hat sie veröffentlicht, so wie das heute auch immer läuft. Und durch seine Forschung konnte man auch Urgott wiederbeleben. Aber das wurde ihm auch gestohlen. Schade. Irgendwann wurde er so depressiv, dass er sich Roboterarme und so gemacht hat und alles platt macht. Super Typ. Im Hintergrund vom Mafia Jinx Wallpaper sieht man ganz eindeutig die anderen Mafia Skins. Und zwar Mafia Twitch und Mafia Miss Fortune.
Ja, aber irgendwie ballern die sich alle gegenseitig ab. Ich dachte, die wären ein Team. So die Mafiosis unter sich. Luigi, du gehörst nicht mehr zur Familie. Aber es ist gar nicht so. Die ballern sich gegenseitig ab. So, das war wieder eine weitere Runde Läuf-Facts. Ich habe wieder einen richtig üblen Fake-Fact eingebaut, den ihr bestimmt nie errät. Nie. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren ein bisschen ein bisschen munkeln, aber könnt ihr euch auch gleich sein lassen. Ja, bitte bewerten und kommentieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.